Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Nach sehr langer Zeit mal wieder. Auf jeden Fall hatte ich auf TikTok nach ein paar Fragen gefragt. Diese werde ich in diesem Video beantworten. Und ja, ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und einen Kommentar. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann hört das auch sehr gerne nach. Ja, wie gesagt, ein Like würde mich sehr freuen, das würde mich sehr motivieren. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video. Dein Lieblings-Emoji, auf jeden Fall das Herz, aber nicht dieses rote 0815-Herz, sondern das andere, coolere Herz. Und zwar das hier. Irgendwie benutzen das nicht so viele, obwohl es viel geiler aussieht. No joke. Wie lange sind du und Luca schon zusammen? Also, Luca und ich sind schon seit 2,5 Jahren zusammen, also so lange. Hat der arme Junge mich schon an der Backe? Mein Beileid auf jeden Fall. Man kann es aushalten. Bei wie vielen Likes ziehst du ein Cosplay an? Ich habe leider kein Cosplay. Ich habe bloß ein Stitch-Kostüm. Wenn das ausreicht, dann kann ich dir das anbieten. Und zwar, sagen wir mal, irgendwas Unerreichbares. Wie wäre es mit 1000 Likes? Weil ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal 1000 Likes hatte. Ja, also bei 1000 Likes, ich bin froh, wenn ich hier 100 bekomme, kriegt ihr ein Cosplay-Stitch-Video. Und das hört sich irgendwie gerade sehr erotisch an, aber nein, es wird entweder ein TikTok-Video oder ein Video auf YouTube. Was sind deine Hobbys? Und no joke, ich hasse diese Frage so sehr, vor allem bei Vorstellungsrunden. Ich weiß nie, was ich darauf antworten soll, weil ich bin einfach ein hobbyloses Stück Scheiße. Keine Ahnung, die Standardantwort, Freunde treffen und halt Social Media. Wobei ich das immer bei den Vorstellungsrunden weglasse mit Social Media, weil das wird immer wie so ein weird Flex und es ist einfach nur unangenehm und ja. Bist du auf der Gamescom 2022 und ich bin so happy, dass ich ja sagen kann, weil ich war vor ein paar Tagen beim Abteilungsleiter und habe den abklären, wenn sie das sehen, sie waren so lieb, no joke, also er war so nett und er hat mir das so direkt genehmigt und war so richtig interessiert und ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Auf jeden Fall bin ich dann auf der Gamescom. Ich freue mich schon so sehr, vor allem nach so langer Zeit mal wieder auf der Gamescom zu sein. Viele Leute zu treffen, viele Freunde, viele Zuschauer und es wird einfach so surreal. Also ich freue mich schon tierisch drauf. Ach ja, und schreibt mal alle in die Kommentare, ob ihr auf die Gamescom geht oder nicht. Das würde mich sehr interessieren. Also guck mal, jetzt habt ihr sogar einen Grund, was in die Kommentare zu schreiben. Also wenn ihr keinen Plan hattet, dann könnt ihr das jetzt in die Kommentare schreiben. Wann starten wir einen Podcast? Auf jeden Fall, hi Ole. Leider gar nicht, weil ich finde Podcasts eigentlich ganz cool, aber mir fehlt einfach die Zeit. Wenn ich jetzt noch mit Podcasts anfangen würde, dann wäre ich noch mehr inaktiver überall. Also, nee, das wäre ein zu hohes Risiko. Wenn ein Apfelbaum mit Apfelsaft gewässert wird, ist das Kannibalismus? Junge, was ist das für eine Frage? Ich glaube, du solltest dir schleunigst Hilfe suchen. Wann hattest du das letzte Mal geweint? Ich habe das letzte Mal geweint am Freitag. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn man so einen anstrengenden Tag hatte. Ich denke mal eher die Mädels kennen das eher. Kommt so nach Hause oder liegt dann im Bett. Da denkt man zu sehr über irgendwelche Sachen nach. Steigert sich zu sehr rein. Overthinkt alles. Und dann heult man, weil man sich sonst was ausmalt. Sehr geil auf jeden Fall. Mit wem möchtest du unbedingt noch ein Foto auf der Gamescom machen? Ich habe gar keine Person, mit der ich jetzt unbedingt ein Foto machen muss. Weil ich habe letztes Jahr, also letztes Mal Gamescom, ich glaube 2019, mit richtig vielen coolen Leuten ein Foto gemacht. Also besser ging es da eigentlich schon gar nicht. Das Einzige, was ich halt möchte, ist mit den Leuten dieses Jahr und vielleicht auch mit ein paar Leuten dazu Fotos zu machen. Weil ich finde es eigentlich voll cool, so Jahr für Jahr immer so diesen Unterschied zu sehen. Ja, darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Bist du zufrieden mit deinen Mods? Auf jeden Fall. Ich habe die besten Mods überhaupt. Also Kuss geht raus. Welches ist dein absolutes Lieblingsgame? Ich wünschte, ich könnte Minecraft sagen, aber momentan bin ich in einer Valorant-Sucht gefangen und ich liebe Valorant einfach und Valorant ist einfach nicht gut und es tut mir so leid, weil ich habe eine Minecraft-Community und man merkt auch so, dass weniger Leute da sind, wenn ich Valorant spiele. Es tut mir so leid, bald kommt wieder Minecraft, aber es bringt halt nichts, wenn ich da mit Minecraft streame, obwohl ich halt eher Valorant fühle. Und dann würde ich wahrscheinlich gar nicht streamen, weil dann würde ich nur Valorant privat spielen. Deswegen lieber Valorant-Streams und es kommen Streams als ja, gar keine Streams, weil ich keinen Bock auf Minecraft habe. Was macht dich momentan am glücklichsten? Generell einfach so die Gesamtsituation. Ich habe wunderbare Menschen um mich herum. Ich habe die tollsten Freunde. Ich habe den tollsten Freund. Ich habe die tollste Familie überhaupt. Luca läuft alles perfekt. Es könnte nicht besser laufen. Wir fliegen nächsten Monat in den Urlaub. Ich freue mich da so sehr drauf. Es ist mein erster Urlaub im Ausland und es wäre einfach richtig nice. Schule, ja, läuft eigentlich auch ganz gut. Außer, dass ich morgen eine Klausur schreibe und noch nicht gelernt habe und ich einfach ein faules Stück Scheiße bin und eigentlich schon längst hätte anfangen müssen. Help me. Was findest du so schön an Ostfriesland? Auf jeden Fall, dass Ostfriesland keine Berge hat, weil ich finde Berge einfach nur nervig. Ich liebe es einfach, die Gewässer hier. Man kann im Sommer von einem See zum nächsten See, was in der Stadt halt leider nicht so möglich ist, weil da muss man sich gefühlt stapeln,
um draußen irgendwo schwimmen gehen zu können. Was halt zum Beispiel bei Luca geiler ist, er wohnt ja in der Nähe von Köln. Viel geileres Wetter, was ist hier an der Nordsee halt nicht so, naja, das Wetter ist hier immer schlechter. Wirklich, ist so sad. Deswegen, ich liebe bei Luca das Wetter. Das Wetter bräuchte mich hier und das wäre alles perfekt. Generell einfach so die Ruhe hier ist richtig geil. Man ist hier so mehr für sich und weiß nicht, ne? Ich liebe Ostfriesland einfach so. Vor ein paar Jahren hätte ich euch das Gegenteil erzählt, aber jetzt habe ich schätzen gelernt. Mit Tanzverbot bei McDonald's chillen oder mit Nintendo? Auf jeden Fall mit Tanzverbot. Also Kilian, falls du noch ein Date brauchst, dann melde dich. Ja, mit Sarah würde ich eine Nacht verbringen. Wann hattest du dein erstes Mal? Ich hatte mein erstes Mal mit Ende 16 und für mich war es in dem Moment auch der richtige Zeitpunkt mit der richtigen Person. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es bereue. So in der Situation hätte es nicht besser laufen können, sag ich mal. Ich war auch nicht irgendwie unter Druck. Ich hatte in dem Moment keine Angst, gar nichts. Deswegen, also Leute, macht euch da keinen Druck, stresst euch nicht. Egal wie alt ihr seid, so, selbst wenn ihr jetzt schon über 20, über 30 oder so seid und noch nicht euer erstes Mal hattet, das ist null schlimm. So besser abwarten mit der richtigen Person, anstatt das einfach so wegzuwerfen. Also macht euch da keinen Druck und wartet auf die richtige Person, auf den richtigen Zeitpunkt, weil ich bin echt der Meinung, dass wenn es wirklich die richtige Person ist, du dann auch keine Angst hast. So klar, man macht sich davor immer so voll viele Gedanken und hat da auch echt Schiss vor, aber wenn es die richtige Person ist, dann wirst du in der Sekunde auch keine Angst haben. Zumindest war es bei mir so. Und ich hoffe, dass es bei euch auch so sein wird und dass ihr es nicht bereuen werdet. Keine Ahnung, richtig weird, das jetzt in einem YouTube-Video zu sagen, weil ich ja solche Themen, ne, eigentlich gar nicht hier anspreche, aber eigentlich ist es ja ein ganz normales Thema. Würde es mal ein Fantreffen geben? Das Ding ist, früher habe ich ja sehr viele Fantreffen gemacht und es war auch echt geil. Davon gibt es ja auch Vlogs in Hamburg, in Oldenburg, in Köln und so weiter und so fort. Und es war auch richtig geil. Ah, das war meine Minecraft-Hype-Zeit, so, wer wird da heutzutage noch hinkommen? So, mein Hype ist vorbei und ich finde es sowieso immer schwierig, was man auf Fantreffen genau veranstalten soll, weil Essen gehen ist immer schwierig bei der Anzahl an Menschen. Deswegen, also wie gesagt, ich bin dieses Jahr auf der Gamescom und ich habe ein Haar im Auge, mein Auge tränt. Ohne Ende, Alter. Ich bin auf jeden Fall dieses Jahr auf der Gamescom, also hinter Halle 8, unter der Zoobrücke. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Bock habt zu reden, wenn ihr Bock auf ein Foto habt oder irgendwas anderes, dann schaut gerne vorbei. Sprecht mich an, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja Leute, das war auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, lasst sehr gerne ein Like, das würde mich sehr freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt auf mehr Videos. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auf der Gamescom seid oder nicht. Und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Bis nächstes Mal, haut rein. Ciao. Denn ich würde für dich sterben, für dich würde ich alles tun. Tag für Tag dich fragen, um zu wissen, dir geht's gut. Tausend solche Bitches, aber keine so wie du. Baby, ich schwör bei Gott, ja, ich hör dir immer zu. Denn ich würde für dich sterben, für dich würde ich alles tun.